Ich wollte dieses Video eigentlich schon vor langer Zeit machen, nämlich fast direkt, wo das Video aufgetaucht war. Jedoch finde ich es immer noch ein bisschen schade, dass ich euch rein rechtlich die Videos nicht zeigen darf, da ich dafür die Genehmigung der Person brauche, die das gefilmt hat. Ich habe extra ein paar brasilianische YouTuber kontaktiert, die Videos darüber gemacht hatten, jedoch hatte keiner davon die Genehmigung und niemand wusste, wie man den Urheber erreichen könnte. Ich will euch das Video trotzdem nicht vorenthalten und zeige es euch heute mit der guten alten Verlinkungsstrategie. Diesmal geschah es in Brasilien. Ich glaube übrigens, wir hatten noch nie einen Fall aus Brasilien. Dort geschah nämlich in einer Leichenhalle etwas Schockierendes und höchst Gruseliges. Zwei Security-Mitarbeiter haben im Keller Geräusche gehört und wollten dem nachgehen. Sie dachten, jemand wäre eingebrochen, deshalb haben auch beide ihre Waffe schussbereit. Sie filmen außerdem aus dem Grund, um in einem Streitfall einen eindeutigen Videobeweis des Einbruchs vorlegen zu können. Für alle, die sich jetzt fragen, was Securities in einer Leichenhalle machen, viele Institute besitzen solches Sicherheitspersonal, die besonders nachts das Gebäude bewachen. Das ist eigentlich in jedem Land ziemlich üblich. Jedenfalls sehen wir, wie das Licht flackert und irgend so einen Sicherungskasten, der die ganze Zeit auf und zuschlägt, und das ziemlich laut und beängstigend. Sie nähern sich vorsichtig mit ihren Waffen und kurz bevor sie ganz nah dran sind, hört es plötzlich auf. Der eine Security überprüft sofort, ob dort irgendeine Schnur oder dergleichen zu finden ist. Danach überprüfen sie die Türen in der Umgebung und dort ist auch nichts zu finden. Es gibt dort im Keller auch keinen Luftzug oder etwas dergleichen, das so etwas verursachen hätte können. Das flackernde Licht ist ebenso nicht zu erklären. Es ging danach wieder ganz normal. Ich habe euch das Video natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Was denkt ihr über das Ganze? War das wirklich ein Geist oder ein Dämon? Vielleicht sogar die Seele eines Verstorbenen in der Leichenhalle? Oder hat das Ganze hier jemand irgendwie gefaked? Was für mich noch wichtig ist, ist der Ort des Geschehens. Abgesehen davon, dass ein Keller und ein Leichenhaus wohl eine der gruseligsten Kombinationen ist, kann diesmal wohl ein Promotion-Effekt ausgeschlossen werden. Wer will schon ein Leichenhaus promoten? Abgesehen davon weiß niemand, in welchem Leichenhaus das war, und auch die Securities haben keine Social Media oder irgendwas verlinkt. Und diesmal besteht auch noch ein Grund, warum sie überhaupt filmen, weil sie einen Videobeweis gegen einen Einbrecher haben wollten. Das sind für mich diesmal so ein paar Anzeichen, dass es durchaus real sein könnte. Aber was mit ihr dazu? All eure Meinungen gerne in die Kommentare. Tut mir auf alle Fälle leid, dass ich solche Videos nicht direkt in meine Videos einbinden darf, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wenn ihr mehr solche gruseligen Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video mit euren Freunden. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen und hier links und rechts kommt ihr noch zu zwei weiteren gruseligen Videos und in der Mitte könnt ihr ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.